Stell dir eine Raumstation vor, die Milliarden kostet, aber vielleicht gar nicht benötigt wird. Die NASA plant das Gateway, eine Station im Mondorbit. Aber ist sie wirklich notwendig? Heute diskutieren wir, ob diese Station die Zukunft der Raumfahrt vorantreibt oder ob sie ein veraltetes Konzept ist, das wir hinter uns lassen sollten. Diese Überlegungen und die Herausforderungen, die wir heute durchgehen werden, werfen ein völlig neues Licht auf die Mission der NASA und lassen uns fragen, ist Gateway der Schlüssel zur Zukunft der Mondmissionen oder ein teurer Irrweg? Ein genauer Blick auf das SLS Block 1 offenbart eine interessante Frage. Warum reicht die Orion-Kapsel nicht für einen direkten Flug zum Mond? Das SLS Block 1 erreicht mit seinen 27 Tonnen Nutzlastkapazität knapp den Mondorbit. Orion und das europäische Servicemodul ESM wiegen zusammen knapp 26,4 Tonnen, was kaum Spielraum für zusätzliche Ausrüstung lässt. Spätere SLS-Evolutionen sollen bis zu 46 Tonnen in den Mondorbit bringen, was Orion stärker ausrüsten oder einen Lander mitnehmen könnte. Doch warum hat man nicht von Anfang an auf eine stärkere Architektur gesetzt? Hier scheint eine bewusste Entscheidung hinter der Konstruktion zu stehen, vielleicht mit dem Ziel, private Anbieter in die Mission zu integrieren. Es ist nicht nur eine technische Diskussion. Das gesamte Artemis-Programm ist ein Instrument der Politik. Es handelt sich um ein ununterbrochenes Tauziehen zwischen Effizienz, Budget und politischen Interessen. Jeder Kongressabgeordnete will Projekte in seinem Wahlkreis sehen, was die NASA zwingt, ineffizient und teuer zu operieren. Und dann ist da China. Das zeigt, dass eine direkte Strategie zum Mond technisch und finanziell weniger belastend sein könnte. Während China auf eine Bodenstation am Mond selbst fokussiert, könnte Gateway als überteuerte geopolitische Spielerei betrachtet werden. Die Entscheidung, SLS Block 1b und die neue Startplattform ML2 speziell für Gateway zu entwickeln, hat das Programm mit erheblichen Kosten belastet. Der Bau von ML2 explodierte von ursprünglich 383 Millionen auf inzwischen geschätzte 2,5 Milliarden US-Dollar. Und das mit einer voraussichtlichen Fertigstellung erst 2029. Diese Verlängerungen und Budgetüberschreitungen zeigen, wie die ursprünglichen Planungen der NASA an ihre Grenzen stoßen. Die Baukosten für Gateways sind mit rund 5,3 Milliarden US-Dollar bis zur Artemis 4 veranschlagt. Doch das sind nur die Anfangskosten. Wenn wir die Betriebskosten der ISS als Vergleich hernehmen, die jährlich etwa 3 bis 4 Milliarden US-Dollar verschlingen, wird deutlich, dass Gateway möglicherweise zu einem ähnlich kostspieligen Unternehmen wird. Das wirft die Frage auf, ob es nicht sinnvoll wäre, auf private Unternehmen zu setzen, die vielleicht kostengünstigere und flexiblere Lösungen bieten könnten. Ehe wir uns verabschieden, habe ich eine aufregende Ankündigung für alle Fans von Mars-Chroniken. Wir haben uns mit Planet Pioneers zusammengetan, um eine einzigartige Merch-Kollektion zu kreieren, die von meinem neuen Freund und Designer Alessandro gestaltet wurde. In den kommenden Wochen wird es mehr Infos dazu geben, aber so viel kann ich schon mal verraten. Diese Kooperation ist so frisch, dass ich selbst noch nichts davon erhalten habe. Um die Premiere zu feiern, gibt es einen exklusiven 10% Rabatt für die ersten 50 Bestellungen mit dem Rabattcode MARS26. Klick jetzt gleich auf den Link unten in der Beschreibung oder besucht direkt planetpioneers.de, um euch das limitierte Angebot zu sichern. Jeder Einkauf hilft Mars-Chroniken dabei zu wachsen und immer besser zu werden. Gateway steht symbolisch für die Spannung zwischen der Vision der NASA und der finanziellen Realität. Die Innovation steht im Wettstreit mit der Erhaltung des Status quo. Besonders mit Blick auf das teure SLS-System. Doch die Zukunft wartet nicht. Sobald Starship und New Glenn startklar sind, könnte der Mondorbit von privaten Akteuren dominiert werden. Vielleicht ist es an der Zeit, dass die NASA ihre Rolle im Mondrennen neu definiert. Nicht als Betreiber, sondern als visionärer Koordinator, der auf die innovativen Kräfte der Planwirtschaft
sondern als visionärer Koordinator, der auf die innovativen Kräfte der Privatwirtschaft setzt. Und jetzt geht noch ein riesiger Dank an alle Kanalmitglieder und Patrons, die den Kanal tatkräftig unterstützen. Ich freue mich, wenn auch du Mars Chroniken unterstützen möchtest, damit wir weiterhin wachsen und gedeihen können. Mein Name ist Sirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.